Einen schönen guten Vormittag an alle Teilnehmer und danke, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind, um an der Webdemo Radix One teilzunehmen. Mein Name ist Alexander Risaliti von Infomainz und ich werde Sie heute durch dieses Webinar begleiten. Und ich möchte Ihnen auch noch ganz kurz meinen Kollegen vorstellen, Ferdinand Obkircher, einer unserer Mitarbeiter der Akademieabteilung und Experte für die Software Radix und Radix One, über den wir heute reden werden. Das Webinar wird ungefähr zwischen 45 und 60 Minuten dauern. In der Webdemo reden wir nicht über die ferne Zukunft, sondern vor allem darüber, wie man schon heute Digitalisierung in Sachen Digitalisierung einen Schritt weiterkommt. Infomainz ist ein Software- und Beratungsunternehmen mit über 40 Jahren Erfahrung. Mit einer eigenen Lösung konzentrieren wir uns heute speziell auf kleine Betriebe, Vereine und Verbände. Unser Ziel ist es, Softwarelösungen zu entwickeln, die das Fundament für die Digitalisierung bilden. Und das ist nicht eine Frage der Größe. Heute möchten wir euch diese Lösung präsentieren. Es handelt sich um Radix One. Also seit vielen Jahren ist Radix eine der meistverwendetsten Softwarelösungen in Südtirol. Und jetzt gibt es die Software auch für kleine Betriebe, Vereine und Verbände mit einem komplett neuen Ansatz. Radix One vereinfacht und optimiert die Abläufe im Verkauf, Einkauf, Logo, Fakturierung und Buchhaltung. Für eine reduzierte Nutzungsgebühr profitiert man aber vom großen Funktionsumfang der Software. Radix One ist in dem Fall optimal auf die Anforderungen vorbereitet. Aber was unterscheidet Radix One von der allgemeinen Lösung? Schauen wir es uns ganz kurz an. Also wie man sehen kann, ist Radix One auf einige grundlegende Module reduziert. Aber zu den Details der Module kommen wir gleich noch. Es handelt sich bei Radix One bei der Einführung um eine vorkonfigurierte Lösung. Und für Schulungen stehen in unserer Learning-Plattform InfoLearn einige Lern- und Einschulungsvideos kostenlos zur Verfügung. So spart man viel Zeit und Kosten, die man in andere Aktivitäten investieren kann. Radix One ist mit Standardformularen ausgestattet, in denen einfach die Firmendaten und die Logos eingefügt werden. Somit seien keine individuellen Anpassungen erforderlich. Und ganz, ganz großer Punkt, die Lösung kann einfach auf ein PC oder auf ein Notebook installiert werden, gegebenenfalls allem auf einen Server, ist aber nicht Voraussetzung, wie normalerweise bei Radix. Radix One ist auf zwei Benutzer und die Verwaltung einer Firma limitiert. Sollte Ihr Unternehmen sich mit diesen Voraussetzungen nicht wiederfinden können, ist das überhaupt kein Problem. In dem Fall schlage ich vor, wir organisieren ein persönliches Gespräch, um die Anforderungen im Detail zu klären. Alle Kontaktdaten zu Infomainz finden wir gleich am Ende der Präsentation. Fassen wir ganz, ganz kurz zurück, alle Vorteile auf einen Blick. Also Radix One ist optimal auf die Anforderungen kleiner Betriebe vorbereitet. Mit unseren Lernvideos beherrscht man die Software in kürzester Zeit. Und durch eine kleine monatliche Nutzungsgebühr profitiert man aber vom großen Funktionsumfang der Radix Standardsoftware. Und dritter und letzter Punkt, falls sich Ihr Betrieb verändert und Sie mit uns zusammen wachsen, was wir logisch hoffen, ist das kein Problem. Es ist ohne weiteres möglich, auf die Radix Standardversion aufzurüsten oder eventuell auch gleich mit der zu starten. Aber kommen wir nun also zu den Modulen von Radix One. Es gibt hauptsächlich zwei Hauptmodule plus eventuelle Erweiterungen. Aber schauen wir uns das ganz kurz im Detail an. Also Verkauf. Der Verkauf als Modul bietet die Verwaltung von Artikeln und Preisen, das Anlegen von Interessenten und Kunden, Schreiben von Aufträgen, Lieferscheinen und Rechnungen. Auch die Kontrolle der offenen Posten und das Senden von Mahnungen gehört dazu. Wie man ganz kurz sehen kann, wickelt das Verkaufsmodul alle notwendigen Funktionen für den Verkauf ab. Aber kommen wir zum zweiten Modul: Buchhaltung. Also das ist eine klassische Verwaltung der doppelten Buchhaltung. Dazu gehören der Kontenplan, das Buchungsjournal zum Erfassen von Einkaufs- und Verkaufsrechnungen oder die Mehrwertsteuerabrechnungen.
Ein ganz, ganz ein interessanter Punkt von dem Modul ist die Integration zum Homebanking, womit Lieferanten und auch Kundenzahlungen recht schnell abgewickelt werden. Aber mehr dazu erklärt, denkt der Ferdinand, direkt in der Live-Demo. Und wie bereits angesprochen, gibt es je nach Bedarf verschiedene optionale Zusatzmodule, um Radix One zu erweitern. Diese sind, wie wir da sehen können, die Einkaufsverwaltung sowie die Lagerverwaltung. Auch können mit Radix One Angebote verwaltet und erstellt werden und zusätzlich, falls notwendig, um einen Benutzer erweitert werden. Und um das Ganze jetzt abzuschließen, sehen wir jetzt noch ganz kurz die Preispakete. Also für das Paket für den Verkauf investieren Sie 59 Euro und für das Paket Buchhaltung 39 Euro. Das ist eine monatliche Nutzungsgebühr und bezieht sich auf den ersten Benutzer. Der Preis für die Zusatzmodule hängt ein bisschen davon ab, welche benötigt werden. Näheres dazu findet man eventuell in einem kaufmännischen Angebot. Aber genug von meiner Seite jetzt. Das war jetzt eine kaufmännische Einleitung. Kommen wir direkt zum interessanten Teil der Präsentation. Dazu übergebe ich das Wort an meinen Kollegen Ferdinand, der euch die Lösung Radix One live präsentiert. Bitte, Ferdinand. Ja, vielen Dank für die Einführung. Mein Name ist Ferdinand Dobkircher. Ich werde jetzt Ihnen das Radix in den Grundzügen zeigen und so einen Ablauf präsentieren, also vom Angebot bis zu der Rechnung. Und danach werden wir jetzt noch einen Teil Buchhaltung anschauen. Und dafür teile ich jetzt den Bildschirm. Die Kamera hochschalten, damit wir jetzt wirklich gleich mal auf den Inhalt konzentrieren. Also ich starte jetzt mal das Radix, um danach ich schicke jetzt den Benutzer, gebe ein Passwort dazu ein. Was steht da dahinter? Ich kann das Radix in Deutsch oder Italienisch nutzen. Ich kann damit auch Rechte verbinden. Also welche Programmpunkte dürft der Mitarbeiter sehen oder nicht? Oder zum Beispiel dürfte er Bilanz anschauen, ob er keine Buchungen verändern. Also so, dass man eine Sicherheit oben, dass jeder leider das tut und leider sieht, was er für das ist vorgesehen hat. Als nächstes wähle ich meine Firma aus und start dann, komme dann direkt in Radix rein. Gut, und dort drinnen haben wir dann verschiedene Bereiche. Also zum einen, wenn ich oben eine Schnellstartleiste mit den Programmpunkten, die für mich freigeschalten sind und wo ich dann ganz schnell danach das eine oder andere Programm starten werde. Wir haben dann dort drinnen das klassische Menü, so wie wir es in viele Programme kennen. Und um dann auch noch ein paar Punkte, wo man sagt, da tut man eine Schnellübersicht von Zusammenfassungen, wo sie alle Kunden mit offenen Posten oder gibt es offene Aufträge oder Kunden, die was zum Beispiel keine Zahlungsart haben, so dass ich schnell einen Überblick kann, die Sachen, was sonst auf der Pflichten ausgeben werden, habe ich da direkt unter der Hand. Und dann haben halt noch Favoriten eventuell oder was habe ich zuletzt verwendet. Ich werde dann gleich einsteigen, um eben im Verkaufsprozess umzuschauen und gekoppelt an einen Einkauf. Fange ich an mit den Stammdaten und hier sind wir die Artikel rein. Und dann da die Artikelstammdaten, die ich natürlich oben auch über einen Schnellknopf öffnen kann. Gut. Okay, wenn ich da jetzt meine Artikelsuche einige, die jetzt eröffnen werde, kann ich da jetzt, wenn ich die Übersicht meiner Artikel, wir sehen, wir können die Artikel in Gruppen zusammenfassen, wir können ein Foto dazu tun, wer eine Lagerverwaltung macht, Bestand und Verfügbarkeit einblenden und klarerweise, wenn jemand die Berechtigung hat, den Einkaufspreis zu sehen, der sichere Einkaufspreis und die Handelsspanne und das Bild groß eventuell ein oder so. Wenn ich da jetzt einen Artikel aufrufe, nachher habe ich da zum Beispiel so an, den möchte ich Ihnen jetzt präsentieren, einen Suchbegriff einigen, da kann er mehrere, zum Beispiel da haben wir Deutsch und Italienisch drinnen, damit man den auf jeden Fall findet.
kann den Ganzen dann noch zuordnen in der Warengruppe und so weiter. Ich drucke die Beschreibungen ein, die wieder in alle Sprachen, also da haben wir Sprachen, so viel wir brauchen. Und die kann ich auch noch pro Dokument machen. Eventuelle Eigenschaften, die ich noch zusätzlich definieren kann für einen Shop, wer das vor allem dann verwendet, damit es dann noch alles integriert ist. Und dann noch halt noch zusätzliche Informationen, also für die Preise, das ist dann Einkauf und der Verkaufspreis, wo wir eine sehr flexible Gestaltung haben und das auch über die Zeiträume definieren können. Dann haben wir da drinnen noch die Möglichkeit, eben eine bei den Artikel geschrieben, zum Beispiel den Kaffee ein als Karton. In den Karton sind 4 Stück drinnen, also dass man die Umlogung oder die Verpackung auch definieren kann. Mit Gewichte, Einzelgewicht, Gesamtgewicht. Ein wichtiges, interessantes Teil ist, dass man pro Artikel dann noch eine lange Beschreibung geben kann, die wir meistens auf dem Angebot ausgeben, aber sie kann man auch überall ausgeben. Dann noch mal Grafiken, also ein oder mehrere Grafiken, die kann man auch alle im Artikel definieren. Und eine Infobox. Eine Infobox ist für uns ein Tool, wo jeder alle verschiedensten Dokumente, es kann ein PDF, Word oder da auch zum Beispiel E-Mail-Links initieren, all mit dem Artikel anlegen, damit ich so praktisch die Dokumentverwaltung, die sonst auf dem File-Server ausgelagert ist, einfach alles in mein Artikel, mein Auftrag, dann werden wir gleich sehen, oder im Kunden oder wo auch immer, das dann zur Verfügung haben. So ein Ort, wo alle Informationen gesammelt werden, also die zentrale Stelle, um auf das zuzugreifen. Die Dokumente kann man dann auch, wenn man das wünscht, dann auch nach außen sorgen, indem man das dann über eine bestimmte Einstellung dann auch von außen verfügbar macht, für Portale oder Internetshops. Gut, also das war jetzt so ganz im Schnelldurchlauf die wichtigsten Informationen zu einem Artikel. Sie sehen, wir haben da noch ein paar mehr auch noch Informationen, aber ich gehe jetzt gleich auf die Sachen ein, die was wir jetzt wirklich brauchen. Okay, ein Verkaufsprozess fängt ja normalerweise mit einem, oder in vielen Realitäten mit einem Angebot an, und genau das werde ich Ihnen jetzt auch sagen. Jetzt ist oben über die Schnellstartleiste aufgetun, kann man mal sagen lassen, welche Angebote gibt es überhaupt. Da kann man dann auch, sieht man in kleiner farblicher Übersicht, auch schaut da, das Angebot ist teilweise übernommen, also deswegen ist es gelb, wenn ich sage, sagen wir alle an, dann sehen wir dann auch die Grünen, die was praktisch dann erledigt und geschlossen sein. Man kann dann auch so Sachen sich selber einstellen, dass man da dann sagt, sieht sofort, okay, kleines Angebot oder großes Angebot. Und was ich Ihnen jetzt sagen möchte, ich lege jetzt ein neues Angebot an. Was da auch eine wertvolle Geschichte ist, meines Erachtens, eine Funktion, dass ich Radix mit der Tastatur benutzen kann. Also ich kann da jetzt wirklich mit Enter weiterspringen zum nächsten Feld und kann da einen Kunde auswählen oder ich kann auch einen Interessent auswählen, der hat meine Korrespondenzadresse. Also eben dann, wenn wir Kontakt mit der potenziellen Kunden haben, aber der noch nicht Kunde ist, also kann ich den auch als Korrespondenzadresse umlegen und dann entsprechend das Angebot ausdrucken. Ab dem Aufdruck muss es dann ein Kunde sein. Okay, ich wähle meinen Kunde aus. Es wird dann, wenn jetzt bewusst der Kunde auch so gewählt, dass er die FIDO-Kontrolle aufspringt und die haben da gesagt, pass auf, der hat doch gleich 85.000 Euro offen gehoben. Mit dem Angebot sei wir aber schon drüber, er hat schon drüber. Da kann man dann überlegen, ob dann die Prüfung normalerweise fängt es beim Aufdruck an, die Berechnung zu machen. Aber die Information kommt echt raus, oder pass auf, der hat noch offene Posten. Okay, um was geht's? 5.4. Das Programm hat mir noch zum Beispiel Informationen übernommen, dass der Kunde zum Beispiel live Vormittag von 7 bis 12 ungeliefert wird. Ich springe dann weiter in die Dokumente ein,
wird der Vertreter eingetragen oder Sachbearbeiter oder Gültigkeit oder verschiedenste Einstellungen. Und die kommt dann im Bereich von den Artikeln. Da drinnen haben jetzt die Möglichkeit, wäre jetzt meine Informationen dann dazu, denn was hat der Kunde jetzt gekauft? Zum Beispiel, ich verwende jetzt den Artikel, den was wir vorher gesehen haben, und dann sehen wir da noch ein Buch. Da gebe ich jetzt den Code ein, den habe ich mal gemerkt. Und jetzt sage ich dann noch eine weitere Suchen. Zum Beispiel habe ich da gesagt, pass auf, für den Artikel gibt es auch einen Ersatzartikel. Und dann kommt der Vorschlag, soll ich das jetzt verwenden, ja oder nein? Dann sage ich, nein, ich möchte bei dem bleiben. Mein Hinweis aus, oder pass auf, das darfst du nicht nehmen für das Modell von Radlheim, passt das nicht da, obwohl die Zollmaße eventuell zusammenpassen taten. Ich sehe jetzt, für den Artikel habe ich eine lange Beschreibung einige tun und dann gebe ich noch meine Menge ein. Ich kann dann weiterspringen, Preis und Rabatte werden schon vorgeschlagen und die geht jetzt aber in die nächste Zeile und tue da jetzt noch eine Bremse dazu. Und den über 5. Noch eine Bremsscheibe. Ja. Das passt da. Okay, ich kann da jetzt auch suchen auf verschiedene Systeme. Ich habe mir da jetzt noch eine Spalte eingeblendet. Das kann man eben auch die ganzen Spalten, die ich da sehe, kann ich mir selber hinstellen. Was will ich haben? Und ich suche zum Beispiel oft über die Schnellbegriffe, über die Suchbegriffe und will nicht den Artikelcode. Logisch, wenn jemand Artikelcodes hat, dann nimmt er SEM. Natürlich steht die normale Suche auch noch zur Verfügung mit allen Feldern, die man braucht. Also ich nehme jetzt noch einen Mantel. Der passt. Und den nehmen wir 50. Da brauchen wir noch einen Schlauch dazu. Den nehmen wir da. Den nehmen wir 50. Und danach haben wir noch einen Artikel, wo ich den dann tippe. Okay. In der richtigen Spalte. So. Und dann sehe ich da auch zum Beispiel die Möglichkeit, dass eines lange Texte, mich stört das jetzt, ich möchte das jetzt ausblenden und danach sehe ich das als eine Schnellübersicht. Wir haben da jetzt auch eingeblendet, wir schauen unten der Bestand oder die Verfügbarkeit aus. Wo kommen die Preise her? So, da sehe ich auch, das ist ein Preis, das ist eine spezielle Konstellation, da hat der Kunde für den Artikel einen speziellen Preis, deswegen kommt der auch so raus. Und dann sehe ich da, da gebe ich jetzt ein Skonto, da kriege ich 15, dann sehe ich auch sofort, schau, das ist ein manueller Skonto. Also dann weiß ich auch in Zukunft, wo kommt, hat da jemand im Preis überschrieben oder manipuliert. Das ist die Übersicht von meinem ganzen Angebot, die Summen. Und danach gehe ich jetzt mal mir das Ganze umzuschauen. Da haben wir jetzt verschiedene Formulare, die wir jetzt schon gleich mitliefern. Schauen wir das jetzt mal an. Gut, dann kommen da die Informationen raus. In meinem Fall ist jetzt so, also ich will jetzt einen Artikel, Beschreibung, Menge, Rabatte. Das kann ja so ausschauen. Oder es kann auch zum Beispiel komplett anders ausschauen. Dann jetzt eins mit Bilder vorbereitet und der Deckplattel. Schauen Sie so. Da sehen wir jetzt zum Beispiel die Artikelnummer nicht mehr drauf, aber dafür ist eine lange Beschreibung und die Bilder. Also da hat man dann, ist ja so, wie man es noch entsprechend braucht. Und vor allem legen wir da Wert auf die Standardformulare, dass das dann möglichst schnell danach das Ganze integriert wird. Dass man da einfach unsere Vorschläge einbringen können und entsprechend damit arbeiten. Okay, jetzt haben wir das umgeschaut. Wir haben da jetzt eine Möglichkeit, das direkt mit Radix auch schon zu exportieren.
dabei sind Einstellungen, da ist schon zum Beispiel der Kontakt drinnen und so weiter. Da bewusst der falschen E-Mail-Adresse eingeben, also das wird da nicht funktionieren, damit da nicht das E-Mail im Fall ausgeht und jemand kriegt. Deswegen sage ich, nein, das schicke ich jetzt an mich. Kann da meinen Text noch dazu, den eventuell andere anhänge oder was auch immer, was ich brauche. Zack. Und E-Mail ist beim Kunden. Gut. Was man in Angebot auch machen kann, habe ich jetzt nicht gesagt, eventuell, falls notwendig ist, mit Varianten und Optionen und Summen und verschiedenste Detaillierungsgrade, was man da verwenden kann, haben sie jetzt bewusst weggelassen, um die Sache einfach einmal die Zeit haben, um ihnen einen Durchlauf zu zahlen. Jetzt gehen wir an, der Kunde hat das Dokument gekriegt und hat gesagt, okay, passt, bitte weitermachen. Dann kann ich da jetzt hergehen und sagen, ich will das Folgedokument umlegen. Das heißt, bei mir ein Auftrag. Und da starten ja ganz viele Kunden, dass sie sagen, ich fange mit dem Auftrag an. Ich kann überall umfangen. Also ich muss jetzt nicht beim Angebot umfangen. Ich kann auch mit dem Auftrag Lieferschein oder sogar mit der Sofortrechnung umfangen. Das ist überhaupt kein Thema. Dann sage ich, vor Lieferung immer avisieren. Kommt eine Meldung, pass auf, bei dem Kunden muss ich aufpassen. Jetzt kommt die FIDO-Kontrolle noch einmal. Und das Programm schlägt mir vor, sofort alles zu, dass alles, was ich frei auf dem Angebot gehabt habe, wird auch übernommen. Wir werden danach auch sehen, bei der Übernahme von Lieferschein, wir erinnern und sagen, okay, ich kann auch sagen, da habe ich nicht alles gehabt. Und entsprechend dann bearbeiten. Ich habe mir da jetzt noch als Beispiel hineingetan, dass ich die Handelsspanne sehe, so zum Beispiel, wie viel habe ich da drauf, bei denen sie, ob es da ist jetzt nicht so gut gegangen, habe ich einen Preis gemacht, wo ich eigentlich drauf zahle. Aber das ist so vereinbart und nachher geht es da weiter. Aber was ich Ihnen jetzt da sagen möchte, ist folgende Funktion. Der Kunde hat mir den Auftrag mit E-Mail bestätigt und das hege ich mir jetzt da auch, indem ich einfach das E-Mail nimm und in der Auftragsbestätigung eine kopiere. Da wäre ich nochmal gefragt, magst du es kopieren oder verschieben? Das kann ich dann selber entscheiden. Ich sage, ich tue es kopieren. Damit bleibt das Dokument in meinem Outlook halt noch drinnen. Aber auch da. Und das ist oft eine Problematik, dass mehrere Leute Aufträge umlegen. Aber im Normalfall jetzt ja auch nicht in den Postfach von Alexander in die King, nicht? Und deswegen legen wir das in Radix drinnen an und jeder, der die Berechtigung hat, die Infobox zu sehen, sieht dann auch entsprechend die E-Mails oder die Dokumente, die angelegt worden sind. Was wir da auch sehen, ich sehe da jetzt, zum Beispiel habe ich 5 Stück, die ich da habe. Jetzt tue ich da echt ein bisschen mehr rein. Er hat dann gesagt, na, mach mal lieber 35, damit da jetzt auch mein Beispiel jetzt auch genau aufgeht. Was möchte ich Ihnen da sagen? Wir haben eine Funktion, das heißt Artikelinfo. Und das fasst jetzt alles wie zusammen. Sag mal, ich kann mehrere Lager haben, im Lager noch andere Lager. Aber um was es geht, also praktisch einen Anfangsbestand an 10 im Lager, haben von den 10 alles reserviert, es kommt aber noch Ware und so habe ich eine ganz schnelle Übersicht, dass ich dann noch so, noch, ändern wir die Zahlen ein bisschen, also ist nicht so ideal. Okay, also er hat das 40 bestellt. Momentan noch nicht da. Das sind eigentlich alle schon reserviert für meine Kundenaufträge. 5 kommen noch zusätzlich, also die Bestellungen, was ich gemacht habe, also wenn jemand den Einkauf an oder dazu macht. Und dann sehe ich da unten noch, also 40 in Bestellung, 35 kommen. Also haben wir da oder noch
der Information auch noch im Detail, was da jetzt als nächstes kommt. Und da drinnen sehe ich dann auch über die Schaltfläche Einkauf, dass ich da eine Bestellung aufmache mit 35 Stück, beziehungsweise da im Verkauf, dass ich Aufträge habe für 40 Stück und die sind noch zu bedienen. Okay. Wir werden da noch die Funktion nochmal im Detail anschauen, wo wir dann auch noch das auch für die Kunden auch noch sehen werden. Also da gibt es auch eine Schaltstelle, die heißt Kundenartikelinfo, wo man alle Informationen zu den Artikeln sehen, auch wer hat das schon gekriegt und so weiter. Also sind da Rechnungen gewesen, früher noch keine zu den Artikeln. Und die letzten Jahre sind da 2020 ist die Erstliste mal verkauft worden. Okay, jetzt ist der Aufdruck drin. Da habe ich meine Auftragsübersicht wieder von meinen alle Aufträge. Da kann ich auch wieder mit Farben arbeiten. Zum Beispiel da ist der Liefertermin schon seit langem überschritten, deswegen kommt das da auch rot raus. Und da darf ich auch sehen, kann ich denn jetzt überhaupt ausliefern? Habe ich nur Ware im Haus, wenn ich eine Lagerverwaltung mache? Also wir arbeiten ganz viel mit Farben, um den Benutzer einfach auch da visuell zu unterstützen, damit man einfach schnell einen Überblick kriegt, was läuft da jetzt. Noch ein Aufdruck. Nach der Lieferschein gemacht, den mache ich jetzt manuell. Wähle den Kunde aus. Halten die Warnungen wie vorher. Und ich bin jetzt in einen anderen Weg gegangen, also das letzte Mal ein Angebot einen Auftrag gemacht. Jetzt bin ich im Lieferschein drin und so gibt es da auch noch Aufträge für den Kunden. Ja, es gibt Aufträge. Und dadurch, dass da jetzt nicht alles genau übereinstimmt, so ich muss mich für einen entscheiden. Ja, das ist der. Und ich sage, nimmst du mal alles komplett. Aber von denen gebe ich allein 20 und von denen gebe ich 30, weil man mit einer ein bisschen knapp bin und mit anderen Kunden das auch ausmachen muss. Also wie das jetzt übernehme, so wie das jetzt ist. Und damit habe ich jetzt in Lieferschein geschrieben, ich kann dann auch noch einen zweiten und einen dritten Auftrag dazu tun. Aber ich kann auch schnell umgreifen und sagen, du Ferdinand, liefern wir noch etwas mit. Ich brauche noch einen Stoßdämpfer, passt zwei Stück noch dazu. Und damit habe ich auch die Möglichkeit, da jederzeit da einzugreifen. Und logischerweise kann ich auch eine Warenbegleitrechnung machen, falls ich nicht einen Lieferschein machen möchte. Ich habe das jetzt mit Beispiel Lieferschein gemacht, um jetzt dann auch zu sagen, wir müssen es dann noch fakturieren und das ist der nächste Schritt, also jetzt habe ich einen Lieferschein gemacht und jetzt mache ich die Rechnung. Wie geht es weiter? Ja, mein Programm, weil logisch könnte man das auch, wenn ich das alte Tag verwende, eine Schnellstartleiste einziehen. Oh, allein jetzt bei mir nicht da. Fakturierung der Lieferscheine für heuer, das passt. Welche Lieferscheine sollen genommen werden? Gibt es eine Eingrenzung gleich bis zu einem bestimmten Betrug oder mindestens Betrug oder alle? Magari gibt es auch Kunden, die gleich wöchentlich hochgerechnet werden oder zweiwöchentlich, das möchte ich nicht fakturieren. Da habe ich eine riesen Auswahl an Parametern, die man da setzen kann. Gut, da kommt jetzt außer, jetzt wird es eine Rechnung 1, 2, 3 und 4 geben. Ich kann jetzt erstellen. Sag mal, ich habe 4 Rechnungen gemacht. Das passt. Ich habe da jetzt auch die Möglichkeit zu drucken und ich habe jetzt mal gesagt, ich will sie leider erstellen, deswegen ist da jetzt kein Druck auserkennen. In der Ausgabe der Fakturierungsdokumente kann ich jetzt eine, zum Beispiel eine eingestellte Mehrfachausgabe gemacht werden. Da wird jetzt zum Beispiel eine E-Mail auf Deutsch geschickt für die deutschen Kunden, für die Italiener. Einmal wird es gedruckt und zum Schluss noch auf die Fatura Elettronica. Die sind auch noch aufs Portal übertragen.
soll wäre in der noch jetzt auch noch in einer anderen Art und Weise sagen. Also da ist jetzt praktisch die, die Copia, die Cortesia, wie es der Italiener sagt, so praktisch die eine Kopie, die jetzt ja fiskalisch keinen Wert hat, kann ich auf die Art und Weise aber den Kunden auch ganz schnell zustellen und in der richtigen Sprache einen Ausdruck für mich machen, eventuell, wenn ich so legen will, und danach noch elektronisch verschicken. Das geht alles in einen Abwasch. Was ich Ihnen sagen möchte, ist jetzt nur das, wie das mit der elektronischen Rechnung geht. Ich nehme jetzt meine Rechnungen an die ausgewählt, alle die von April jetzt sein, kriege eine Fehlermeldung, da pass auf, da falls, das wird sofort geprüft, aber ich sage, ist mir egal, trotzdem verschicken. Genau. Und starten. Und jetzt werden die Rechnungen direkt auf das Portal, in unserem Fall Namiria, übertragen, geprüft, obwohl alles passt. Und für den ersten hat es viel länger gedauert und wir sehen, jetzt geht es schneller. Und mit dem ist die Rechnung beim Kunden. Ich kann das dann auch jetzt auch noch, Entschuldigung, nicht beim Kunden, er hat das schon davor gehabt, aber auf dem Portal und abgelegt. Wenn du jetzt nochmal meinen Kunde aufrief, dann sehe ich da die Rechnung vom 4. und vom 6. Aber wenn du jetzt einige, wenn ich da jetzt aus mein, jetzt habe ich etwas verwendet, das habe ich noch nicht angekündigt gehabt, das ist Kundeninfo-CRM, heißt mir das, wo ich praktisch alle Informationen zum Kunden habe. Unter anderem kann ich da auch Rechnungen aufrufen. Und ich sehe da jetzt, dass ganz viele Felder gesperrt sind. Dadurch, dass die Rechnung übertragen worden ist, ans Portal kann ich es ja immer ändern. Zum Beispiel Kunde oder Kontakt oder Beträge, da ist alles ausgegraut, da ist, kann ich nichts mehr tun. Und ich sehe da die SDI-Nummern und in meinem Moment ist das dann Inviato Sensoris Pasta. Und danach dann die Möglichkeit, das Ganze danach in Radix die Ergebnisse einzulesen und was genau was passiert ist. Und ich brauche eigentlich das Portal in der Form ja fast nicht mehr verwenden. Gut. Was wir da jetzt auch die Möglichkeit haben, wenn da jetzt der Rechnung, die haben wir jetzt ja gerade erstellt, um ein Angebot, ein Auftrag, ein Lieferschein und der Rechnung. Und ich kann da über den sogenannten Dokument Explorer genau schauen, wie der Rechnung jetzt entstanden ist. Ich habe da noch andere Lieferscheine an offen gehabt, also siehe da jetzt, solche Rechnung entstanden aus ein Angebot, aus dem Auftrag und aus drei Lieferscheinen. Und egal, wo ich jetzt einsteige, wenn ich jetzt beim Lieferschein Nummer 12 einsteigen darf, dann sagt das Programm, aha, schau, der Lieferschein ist entstanden. Oder du hast einen Lieferschein gemacht und der ist mit der Rechnung fakturiert. Und ich sage dann noch alle Verbindungen, sage mal neuen Auftrag und die Angebote und alles dazu. Also da habe ich einen extrem schnellen Weg, zu den Dokumenten dazu zu kommen. Ich sehe da jetzt auch, schau, auch da ist etwas hinterlegt, ich kann da einspringen und mir das auch nochmal im Detail anschauen, das Mail, was da jetzt geschickt worden ist. Und habe da praktisch mit einem Punkt wieder ganz schnell einen Überblick von den ganzen Informationen. Okay, die Rechnung da unterscheidet sich noch. Die ist grau, weil es schon verbucht ist. Und die sind noch aktuell Line der Fakturierung und Anführungsstrichler. Und jetzt habe ich den ersten Teil praktisch von der Fakturierung abgeschlossen und möchte Ihnen sagen, wie das jetzt in der Buchhaltung weitergeht. Also jetzt haben wir den Teil abgeschlossen, außer Sie haben Fragen dazu. Das war jetzt der richtige Moment, wenn wir das jetzt noch ein Fragen zu den Verkaufsprozess sein, dann könnte man die jetzt gleich einbauen und ansonsten gehe ich weiter zur Buchhaltung. Da ist mir nichts gekommen, aber jederzeit im Fall noch nachreichen. Gut, dann mache ich da das automatische Verbuchen von den Verkaufsrechnungen. Startprogramm und
Die 5 Rechnungen von April werden jetzt in der Buchhaltung umgetun. Da kriege ich bei einer Fehlermeldung. Das kann ich mal anschauen. Aber keine sperrende Fehlermeldung. Die 5 ist einfach verbucht. Und bei einer sagt, pass auf, da ist die Mehrwertsteuernummer vom Kunde fehlerhaft. Die schaut da nochmal zu. Sind die Rechnungen, mal die Verkaufsrechnungen, Buchhaltung. Und jetzt haben wir ja noch die Aufgabe, die Einkaufsrechnungen zu verbuchen. Für uns haben wir ja wieder ein Programm. Das sind wir jetzt so aufrief. Das Ganze läuft mit Buchungsschablonen heißt mir das. Wo ich zum Beispiel definiere, das ist ein innergemeinschaftlicher Erwerb, ja. Der geht ins Verkaufsregister, in das Verkaufsregister und in das Einkaufsregister überzogen und in das Verkaufsregister. Oder noch, wenn wir Rechnung Lieferant buchen, das geht in ein anderes Einkaufsregister. Und ich wähle jetzt mal einen innergemeinschaftlichen Wert aus. Auch wieder alles mit der Tastatur. Das ist einfach von der Ergonomie her, hat das gesagt, dass man es einfach am schnellsten ist. Beide Lieferanten, wenn ich die jetzt suchen gehe, dann sehe ich jetzt wirklich allein mehr die, was aus Deutschland sein oder aus dem Ausland, EU-Ausland sein. Kann da jetzt weitergehen. Druck da jetzt die Mehrwertsteuergrundlage ein, 5.000 Euro. Und kann eventuell den Mehrwertsteuercodes noch hinzufügen. Und wir werden jetzt sehen, das ist da auch schon klar, dass das jetzt da praktisch in die Einkaufszeit Rechnung 26, Einkauf und Verkauf bucht. Und das Journal ist jetzt eigentlich auch schon fertig gebucht. Ich jetzt, mir ist jetzt schon ein bisschen einfacher gemacht, weil ich gesagt habe, Bike-Komponenz liefert 99% der Fälle Ware. Und der habe ich beim Lieferanten schon hinterlegt, also wird schon alles korrekt vorgeschlagen. Und damit ist die Rechnung für mich gebucht. Ich kann eventuell noch in dem Moment bei den offenen Posten sagen, wenn ich mir pass auf, da, die Ware war nicht okay, die tun wir jetzt mal blockieren und sage, Ware nicht okay. Damit ich danach die im Fall mit dem automatisierten Homebanking-Programm nicht im Fall soll. Da in meinem Fall war noch ein Interstadt dabei gewesen, aber das brauche ich jetzt nicht. Das passt. Gut. Die Rechnung ist gebucht. Und jetzt schauen wir uns noch eine italienische Rechnung an. In die Schablone kenne ich schon, drücke die Dokumentnummer ein. In Lieferant. Da kann ich auch zum Beispiel sagen, Telekom, weil ich bei denen hinterlege, und den finde ich unter Telekom, unter dem. Gehe wieder weiter. Da gebe ich jetzt einen Rechnungsbetrug ein. Das Programm macht man jetzt ins Skatbüro. Schlagt man den Mehrwertsteuercodes vor, da kann ich jetzt sagen, 299 und da ist ein Exclusor dabei. Und auch da jetzt in dem Fall habe ich Telefon- und Faxkosten der Telekom schon zugewiesen, also ist die Buchung fertig. Ich kann natürlich auch jetzt hergehen und sagen, nein, ich will das jetzt auf ein anderes Konto buchen und was da flott ist jetzt, man kann da auch passieren. Ich kann da automatisch auch die Abgrenzung buchen. Also jetzt hergehen und sagen, das ist eine transitorische Abgrenzung und die gilt, jetzt nehmen wir sie mal nun. Das wird jetzt nicht das ganz das beste Beispiel sein, das ist mir schon bewusst. Sie, die geht von ein Ding-Datum und die geht aber jetzt ein Jahr, was ich bis 5.4.23. Das Programm schlagt mir jetzt automatisch vor, für das aktuell sein 270 Tage und für das nächste sein noch 95 Tage, bucht man die Abgrenzung und damit ist das Thema jetzt schon erledigt und ich kriege dann eine Liste der Abgrenzungen und auch die Eröffnungsbilanz wird dann noch mit die Abgrenzungen auch gemacht. Gut. So, jetzt haben wir 2 Rechnungen gebucht. Jetzt, was ich jetzt noch kurz sagen möchte, ist der Teil. Ich springe jetzt wieder in mein Kundeninfo rein.
wo ich sehe, ah, die sind jetzt grau und mit Rot und kriegen sie ah, wieder eine Farbinformation, der ist schon lange überfällig, also der müssen wir jetzt zahlen. Und die Zahlung, die buche ich jetzt einmal mit der Hand. Was zwar, ich kann es anders da machen, ich werde Ihnen einmal sagen, aber ich buche es jetzt einfach mit der Hand. So, Zahlung Kunde, ist meine Schablone dazu. Machen wir es jetzt einfach, wähle mal keinen Zahlungsbetrag aus, weil ich es mir nicht vermerkt habe. Und so, Kunde, Bike. Alle offenen Posten kommen da jetzt raus, oder zahle jetzt mal, kriege ich 50.000 von denen und die ist auch gezahlt. Okay. Da sehen wir jetzt, der Gegenbetrug soll ich noch nicht gefüllt, aber das rechnet jetzt Programm einfach bei Notspeichern aus und abgeschlossen. Ich habe Ihnen bisher leider ein Teil von der Fakturierung ausgezahlt, aber da drinnen in den Kundeninfo habe ich logisch auch Buchhaltung. Und da sehen wir jetzt die ganzen Buchungen, was ich da jetzt früher gemacht habe, kann auch auf die alten Jahre zurückschalten, zack, geht ganz schnell, sieht die Abschlussbilanz, die Eröffnungsbilanz und alle Informationen, was ich dazu brauche. Das Gleiche, was wir da jetzt gehabt haben, sehen wir auch auf die Konten, wo ich jedes einzelne Konto aufrufen kann. Oder zum Beispiel Volksbank. Und sieht dort die verschiedensten Bewegungen, die ich mit dem Konto gemacht habe und auch über die Jahre. Kann dann da einstellen, machst du eine progressive Summe, also siehe da Zeile für Zeile, wie sich der Saldo unten verändert. Das sind einfach viele wertvolle Informationen, mit denen du tagtäglich arbeiten kann. Mit der Doppelklick bin ich in der Buchung direkt drinnen. Oder wenn ich auch noch jetzt 2023 jetzt halt nicht so gut, in 2022 kann ich noch einspringen und die Buchung auch noch direkt aufrufen. Zack. Bin ich drin, kann die wieder umpassen und ändern, so wie ich sie brauche. Okay. Was ich Ihnen aber jetzt noch sagen möchte, hat Ihnen jetzt die Rechnung von Kunde und jetzt manuell bezahlt, bin mein Kontoauszug durchgegangen und dann das eingetragen. Was im Programm dabei ist, auch, und ich finde es eine ganz wertvolle Möglichkeit, ist unter die offenen Posten, ein Zahlungsdokument für die Lieferanten auszustellen. Ich gehe jetzt her und so, welche sagen wir alle Dokumente um, die bis heint fällig sein. Passt. Eine Ausgabe. Das Programm. Sagen wir um, die sind fällig. Und das ist der Zahlbetrag. Und mit denen erstelle ich jetzt eine Datei. Kriegt eine normale Meldung. Pass auf, die Zahlen ist ein bisschen kritisch. Fall Davi und Cap, in meiner Demo-Umgebung kann ich jetzt weiter machen. Und die Ausgabe ist in Ordnung. Was habe ich jetzt gemacht? Vielleicht war ich da jetzt auch einen Moment zu schnell. Ich hätte noch sagen können, da zahlst du mir leid. Von einer bestimmten Rechnung zahle ich leider toll. Oder ich sehe die Gespürten, die sind farblich hervorgehoben. Jetzt mache ich das nochmal rückgängig. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt im Radix drinnen. Wenn man mal etwas falsch gemacht hat, kann ich das alles wieder rückgängig machen. Ja, das tue ich mir jetzt nochmal löschen. Und die Siege jetzt da drinnen, kann ich das jetzt neu starten. Und dann jetzt wieder alle Informationen zur Verfügung. In dem zum Beispiel zahle ich 150 Euro. Oder in dem da sage ich, ja, da kriegst du gleich die 608. Und du tust mir das auch noch auflösen. Das heißt, in dem Moment seien die 49 Cent für mich eine aktive Rundung. Okay, nochmal. Ferdinand, ja. Wir hätten eine Frage. Ja. Ich lese das ja ganz kurz vor. Also, kann man Eingangsrechnungen von Lieferanten auch direkt aus dem, wie er sie an mich über SEDI geschickt hat, verbuchen? Technisch ja. Ist ein Modul, über das man in den Funktionsumfang dann noch diskutiert. Muss, ob man das machen kann. Es ist vorgesehen, das Radix kann es, dass man die Lieferantenrechnungen automatisiert einlesen kann. Weil dann praktisch einen Ablauf haben, sag,
Das sind die 10 Einrechnungen. Radix holt sich die Rechnungen in diesem Fall von der Myriad-Portal an, sagt mir die un und die verbucht er dann auch im Block. Ist das so? Im Fall bitte einfach nochmal melden, falls die Frage jetzt nicht so beantwortet ist, wie sie es gebraucht hat. Perfekt, super. Okay, also ich habe jetzt Folgendes gemacht. Ich habe jetzt eine Datei erstellt, wo meine Fälligkeiten alle drinnen sind. Meine Zahlungsaufträge sozusagen. Ich werde jetzt in Homebanking einlesen. Da haben wir mir jetzt als Radix drinnen keine Berechtigung und haben nichts verloren. Und was passiert als nächster Schritt? Als nächster Schritt wird das jetzt in Radix drinnen, die was ausgewählt haben, werden jetzt verbucht. So normalerweise ist ja so, Sie machen erst einen Druck von die offenen Postenlisten, geben den Homebanking ein und müssen dann noch bei der durchgeführten Zahlung, die dann noch im Buchhaltungsprogramm nochmal verbucht. Ich mache das jetzt in einem Schritt. Ich sage ihm, ich wähle die offenen Posten aus, die habe ich vorher gepflegt und tue dir dann noch, nachdem es dann durchgegangen ist, alles bestätigen. Ich habe das jetzt da noch nicht durchlaufen lassen. Ausgabe nur noch, ja. Genau, die Suche starten. So, jetzt ist das Dokument da und jetzt verbuche ich es. Und mit dem ist der Schritt jetzt auch schon durch. Ich kann mir noch das Protokoll anschauen und das Ganze fertig. So, da drinnen ziehe ich nochmal eine Übersicht, was da jetzt ganz passiert ist und das passt dann so. Können wir da jetzt von der Seite her. Gut, mir läuft ein bisschen Zeit davon, aber ich bin jetzt am Ende. Aber was kommt jetzt noch dazu? Ich meine, jetzt klarerweise haben wir in der Buchhaltung drinnen noch die ganzen Abschlüsse, wo ich die Mehrwertsteuerliquidierung mache. Wir haben auch eine Funktion für die Spesenrückvergütungen dabei. Und was dann sicher eigentlich für jeden wichtig ist, für jeden Buchhalter, sind die Ausgaben der Bilanz. Kann ich mir da dann drinnen eine ganz einfache Bilanz anschauen. Und jetzt schauen wir jetzt als erste Version an. Also. Und dann da jetzt praktisch die aktive und die passive gegenübergestellt. Und das gleiche für die Aufwände und Erlöse. Das ist eine Art, wie man es machen kann. Hier haben da verschiedenste Ausgabemöglichkeiten mit Vorjahr zum Beispiel oder detailliert. Zum Beispiel wähle ich mal ein Vorjahr aus. Und wenn ich da jetzt zum Beispiel eine Eingrenzung von Datum mache, das ist hier 31.03., dann werden mir Radix vom Vorjahr alle die Daten bis zum 39.03. nehmen und jetzt eben zwei gleiche Zeiträume vergleichen. Damit wir da jetzt sehen, aha, das war jetzt 22 und das ist 21. Und allem mit den prozentuellen Änderungen. Das ist jetzt von der Seite her einfach auch wichtig. Oder wenn ich da jetzt das Datum außer tue, dann vergleicht es dann vorher das ganze Jahr und früher bis jetzt gebucht hat. So, da hat man dann die verschiedensten Möglichkeiten, das auszugeben, wie das Ganze dann anläuft. Okay. Was man da erhoben, falls jemand EG-Bilanz macht, steht klarerweise auch dabei. Den tue ich vorab berechnen. Passt. Berechnung ist korrekt. Und lassen wir das jetzt mal anschauen. Wir sehen da drinnen dann auch ganz korrekt die Ausgabe der Sachanlagen zum Beispiel. Und da sind jetzt die Beträge gleich. Was da drinnen aber allen wieder eine Schwierigkeit darstellt, ist zu verstehen, was sind da für Konten drinnen. Nicht? Ich kann da drinnen sagen, sagen wir aber auch bei der Ausgabe für mich jetzt als Kontrolle, alle Konten nun, die in der Summe jetzt in summiert waren. Zum
Beispiel sein bei mir das D. So, da sehe ich jetzt dann drinnen, aha, ist groß geworden, aber so passt jetzt perfekt. Technische Anlagen und da ist die Alarmanlage drinnen, aber auch die ganze Wertberechtigungsform. Und so ist das einfach auch super fein, wenn man das mit dem Wirtschaftsberater kontrollieren muss, der sagt, okay, was hast du jetzt auch drin? Genau die Kunden sein für die Ausgabe, für die Berechnung der EG-Bilanz berücksichtigt worden. Ist jetzt im Schnelldurchlauf Radix gewesen, um Ihnen einen Eindruck von den Möglichkeiten zu geben, vom Potenzial, was da dahinter ist. Ihnen jetzt bei weitem nicht alles gezeigt, sonst haben wir die Zeit einfach gefehlt. Meine Überlegung war, Ihnen einen Überblick zu geben, was Radix alles kann, wie es benutzt wird und klarerweise kann man da jetzt halt noch in einem zweiten Moment dann das noch im Detail mit Ihnen anschauen. Aber das war jetzt so, um Ihnen einen Eindruck zu geben, was da alles möglich ist. Okay. Alexander, haben wir noch Fragen? Aktuell nicht, aber ich dazu, wir kommen langsam zum Ende und genau. Wenn eventuelle Fragen sein, auf Seite kommen wir gleich. Nein. Ja. Okay, perfekt. Na, schalte ich gleich ganz kurz noch meinen Bildschirm frei. So, aktiviere die Kamera, dann sehe es mich. Okay, ja, danke Ferdinand. Ganz kurz, eben heute haben wir Radix One gesehen, daher eine kurze Präsentation. Wir wollten Sie jetzt auch nicht mit ewig vielen Details überrumpeln, sagen wir mal so. Jetzt dachte ich sagen, hätten wir eventuell noch ein bisschen Zeit für Fragen, für diejenigen, die vielleicht während dem Webinar beigetreten sind und es vielleicht nicht mitgekriegt haben. Unten auf der schwarzen Leiste gibt es einen F- und A-Button, der steht für Fragen und Antworten. Da können Sie Ihre Frage eingeben, die wir noch versuchen, jetzt eben live zu beantworten. Wir haben schon eine Frage, Ferdinand, und zwar, wie lange dauert eine Einführung von Radix One? Zeitlich, denke ich, ist das klar. Ja. Jetzt Radix One, jetzt gibt es dann auch, wir haben ja ein paar der Module, wir haben ja einmal im Bereich Buchhaltung oder im Verkauf, ist mal von der SEM-Zeit her, von den zwei Module sicher her zu differenzieren. Und was wir auf jeden Fall da auch noch dazugeben, wir geben Ihnen ein Schulungspaket auf unserer Lernplattform, mit dem Sie die Schulungszeiten sehr stark reduzieren werden. Und das hängt dann auch viel davon einfach realistisch davon ab, wie viel Zeit Sie in das Projekt investieren können. Es ist schwierig jetzt zu sagen, okay, es werden ja, so oder so viele so Tage sein. Du hast jetzt auch viele Sachen gesehen, jetzt so die effektiven Zeiten siehst du fast besser. Ja, so wir reden ungefähr bei Radix One so für ungefähr maximal 2 Tage. Also wirklich ganz, ganz, ganz wenig. Weil er schon vorkonfiguriert ist, gell? Genau. Gut. Okay, ich sehe jetzt keine anderen Fragen. Jetzt, falls eventuell weitere Infos benötigt werden oder Sie Interesse hätten, ein individuelles Gespräch mit uns zu organisieren, na, oder vielleicht eventuell direkt ein kommerzielles Angebot einholen möchten, noch keine Sinn, Sie über die eingeblendeten Kontaktdaten mit uns in Verbindung setzen. Wir würden uns natürlich sehr darüber freuen. Auch können Sie den QR-Code scannen, den Sie da im Bild momentan sehen. Somit gelangen Sie direkt zur Radix One-Webseite. Jetzt, falls Sie aktuell nicht die Möglichkeit dazu haben, dann können Sie in Ihrem Browser einfach auf info1.eu/radix1 eingeben und dann gelangen Sie auch direkt zur Webseite hin. Auf der Webseite finden Sie nochmal eine Übersicht über das, was wir heute geredet haben und eventuelle weitere Details. Und falls Sie sich die Aufnahme der heutigen Präsentation nochmal anschauen möchten, in Kürze oder im Laufe des Tages erhalten Sie von uns noch einmal eine E-Mail mit einem direkten Link zur Aufnahme. Okay, Ferdinand, wir sind jetzt am Ende angelangt.
Wir bedanken uns für die Teilnahme und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Danke Danke und auf Wiedersehen. auf Wiedersehen. Danke von meiner Seite und auf Wiedersehen.